208 Betrieb, 8 Kategorien und ein Master, also ein Sieger über alle Kategorien. Augustin, es gibt noch ein Küsschen. Herr Rucker, wie fühlt sich der Pokal an? Ladies first. Ja, also der ist ziemlich schwer, aber der geht ja wunderbar, eigentlich total überfordert mit der Situation, aber ein schönes Gefühl, ein wahnsinnig schönes Gefühl. Also bei dem Kategorie Trend haben wir es natürlich gehofft, wir mischen mit, ganz vorne. Aber das ist völlig unerwartet gekommen. Also vielen Dank, also das ist super, merci. Woran glauben Sie, ist denn gelegen, dass das Fleisch gesiegt hat? Ja, ich denke, dass mit Fleisch haben wir auch den Hausfrauenkosten Chancen gegeben und das zu einem Revival verholfen. Und ich bin davon überzeugt, dass Schweizer Hausmannskost oder Hausfrauenkost effektiv im Trend liegt. Es klingt ein bisschen abgedroschen, aber was ist Ihr Geheimnis für den Erfolg? Ehrlichkeit, Freundlichkeit und man muss die Sache von Herzen machen. Und mir hat mein Papi mal gesagt, du musst einfach ein Mühe besser sein als die anderen und dann hast du schon alle im Hosensack. Ich meine, es sind ja sehr viele, also von diesen 208 Betrieben sind ja alle mit dem Herz dabei. Was machen die sonst noch? Ja, ich glaube, der Laudator hat es gesagt, es ist ein sehr stringentes Konzept. Es ist durchgezogen, es ist ehrlich, wie Augustin sagt. Und es ist ein Konzept, das viele anspricht, halt, vielleicht von früher auch, von Erinnerungen, Metzgerei, das Würstchen, das Kind überkommt vom Metzger. Und wir haben ja jetzt nicht irgendwie eine Küche neu erfunden, sondern wir machen halt einfach das, was man schon kennt. Und ich glaube, gerade in dieser Vielfalt von kulinarischen Trends ist halt eine ehrliche, bodenständige Küche halt immer noch das, was sehr beliebt ist beim Publikum. Was passiert jetzt mit diesen zwei wunderbaren Pokalen? Ja, die werden wir natürlich mit Stolz im Restaurant ausstellen. Wisst ihr schon wo? Ja, wir haben schon gewährleistet. Also, es gibt schon. Also, wir sind zuerst vom kleinen Kreuz ausgegangen. Jetzt müssen wir neu überlegen, wo wir den Riesenbiesen herentun. Aber irgendwo finden wir auf jeden Fall einen Platz. Absolut. Ein Ehrenplatz, ja.